dann die Aktion, die Reaktion von Raufmann. Nach dieser Chance ein, was dann war, Raufmann und Sie? Nein, ich glaube, wir haben uns gegenseitig noch mehr hassen und dass wir noch mehr kämpfen und dass halt jeder eine Chance haben kann. Normalerweise ist das eine gelbe Karte, wenn das ein Gegner macht. Ja, wenn es ein Gegner macht, schon, aber ich glaube, untereinander darf man sich gegenseitig anharzen und das war der Fall. Herr Hagmeier, der Rainer Raufmann wollte jetzt nicht zum Interview kommen. Ist sein Verhalten, das er dem Markus Weisenberg an den Tag gelegt hat, zu entschuldigen? Ich glaube, es ist eine Emotion im Spiel. Wir werden sicher darüber noch sprechen. Ich glaube, dass der Markus da nicht nachtragend ist, aber ich glaube, das Verhalten von Rainer wird sicher noch von uns einmal durchbesprochen werden. Was sagen Sie zu der Reaktion von Raufmann? Was kann man sagen? Sicher, Markus hat gehabt zwei, drei gute Möglichkeiten. Das geht alleine oder das Spiel sofort zum Raufmann, aber durch seine Emotionen, ich glaube, das ist nicht in Ordnung, aber so ist Leben. Herr Dokopil, wie sehr ist heute, abgesehen von den Stürmern, auch der Didi Kühbauer abgegangen? Ja, wie man im Spiel gesehen hat, sehr. Wir haben eigentlich nicht so konstruktiv gespielt wie normal. Es fällt uns ein aus dem Mittelfeld, der zwei, drei Gegner überspielt, die Mitspieler frei macht. Das war heute nicht der Fall und der Wind war auch ein großer Spielverderber. Würden Sie sagen, noch Glück im Unglück mit dem Resultat von Salzburg? Ja, das kann man so stehen lassen, ja. Goran, noch zum Abschluss ein Wort. Sie sind ja, ich nehme ja an, Sie